Hier auf dem kleinen Planeten ist nun endgültig der Herbst eingekehrt. Und das zeigt sich uns auch deutlich. In meinen jungen Jahren habe ich mich viel mit den Kulturen und Überlieferungen der amerikanischen Ureinwohner beschäftigt. Mit der Lebensweise, den Ritualen und der Medizin der unterschiedlichen Stämme. Und gerade im Herbst, vor allem wenn er dazuhin dann auch noch ein so herrlicher Indian Summer ist wie gerade jetzt, dann erinnere ich mich verstärkt daran. Dann denke ich an das sogenannte Medizinrad von Sun Bear, in dem mir das Zeichen des Wapiti-Hirsches zugeordnet wird und ich zum Donnervogel-Clan gehöre. Und natürlich fallen mir einige Geschichten und indianische Märchen wieder ein. Ah, ich habe das Medizinrad sogar mal gewebt und zeige es euch noch kurz am Ende des Videos. Ein besonderes Zeichen im Herbst sind für mich immer die vielen, vielen Spinnennetze und Spinnenfäden überall, die besonders im Sonnenschein, aber auch nach dem Regen einfach zauberhaft aussehen. Kennt ihr die Geschichte der Spinnenfrau? Die Hopi nennen sie auch die Weberin allen Lebens. Am Anfang der Zeit tauchte sie eines Tages ganz früh an einem Morgen auf und mit einem silbernen Faden verband sie zuerst den Osten mit dem Westen. Danach den Süden mit dem Norden. Und erschuf so das Kreuz der vier Himmelsrichtungen. Sie selbst ließ sich im Zentrum nieder, indem sie ihre beiden Töchter gebar. Diese beiden stiegen auf in den Himmel. Die eine als die Sonne, die andere als der Mond. Als das getan war, erschuf die Spinnenfrau schließlich aus den Lehmfarben Rot, Gelb, Schwarz die Menschen, die sie ermahnte, friedlich und voller Freude auf dieser Erde zu leben. Nun ja. Ich liebe Geschichten und ich liebe Tiere und Pflanzen. Da ist es nicht verwunderlich, dass mich die Kulturen der indianischen Völker so faszinierten und es auch heute noch tun. Pflanzen, Tiere, ja auch Seen, Flüsse, das Meer, die Berge, die Luft, der Regen, alles, einfach alles gilt als heilig, im Sinne von schützenswert. Auch in der Betrachtung von Vögeln ist das so. Vögel haben generell in fast allen indigenen Mythologien eine besondere Stellung. Da gibt es den Donnervogel. Manchmal ist er ein Adler, ein großer Rabe oder auch ein Truthahn. Allesamt stehen sie für den Schutz. Und ein Rabe zum Beispiel symbolisiert in seinen positiven Aspekten Mitgefühl oder Hilfsbereitschaft. Und weil die Vögel dem Himmel so nah sind, wird auch ihren Federn eine besondere Magie zugesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es immer noch eine tolle Sache, wenn ich eine ganz besonders schöne Feder finde, die ich dann natürlich mitnehme. All diese Federn haben bei mir dann auch ihren besonderen Platz. Federn sind ein Symbol der Freiheit. Denkt nur mal an die sogenannte Friedenstaube. Der Frieden ist ein Bruder der Freiheit. Nun, ich weiß natürlich nicht, wie ihr zu Mäusen steht, aber ich wage es jetzt trotzdem mal, meine Beobachtung hier mit euch zu teilen. Bei den indigenen Völkern ist auch die Maus ein Totem, ein Krafttier, so klein sie auch ist. Ein Häuptling, man weiß nicht mehr genau welcher, hat während seiner Rede an den Gouverneur von Pennsylvania folgende Worte gesagt. Wir lieben die Stille. Es stört uns nicht, wenn die Maus bei uns spielt und wenn der Wind im Wald in den Blättern raschelt. Wir fürchten uns nicht.
Wenn man diese kleine Maus hier so sieht, dann wundert es nicht, dass sie für Geselligkeit und Geschicklichkeit steht. Und da sie eine Menge sogenannter Feinde hat, wittert sie oft die Gefahr und bringt sich in Sicherheit. Diese kleine Maus hier scheint auch vorsichtig zu sein, während sie alles Mögliche in ihr Nest schleppt. Schaut nur, wie unermüdlich sie ist. Und auch ich schleppe sozusagen gerade alles Mögliche in unser Nest. Dieser Herbst verwöhnt uns mit einer Menge an Walnüssen, Äpfeln und vielem anderen in einer großen Fülle. Dieses Jahr war ein Fruchtjahr und in der Küche stapeln sich die Fermentgläser. Was für ein Reichtum! Im Winter werden wir den Sommer regelrecht schmecken können, ihn auf der Zunge tragen. Hier und da sehe ich manchmal noch vereinzelt eine Libelle über den Teich oder durch den Garten schweben. Dann erinnere ich mich daran, dass sie bei den alten Völkern für die Innenschau steht. Wie passend jetzt zu dieser Jahreszeit. Ah, und schaut, hier ist mein Medizinrad, von dem ich euch erzählt habe. Es ist nun schon über 30 Jahre alt. An sonnigen Nachmittagen kann es vorkommen, dass mir der Herbst noch ein wenig den Sommer vorgaukelt, den ich gerade in diesem Jahr ganz besonders genossen habe. Doch beinahe jeden Tag wird es schon ein wenig früher dunkler. Und morgens später hell als noch vor kurzem. Vielleicht macht ihr es ja wie ich und zündet morgens und abends Kerzen an. Und vielleicht räuchert ihr eure Räume ja auch hin und wieder mit Salbei und trinkt danach einen Tee. Macht es euch so gemütlich wie nur irgend möglich. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr hier wart. Hier auf dem kleinen Planeten, der ja wie immer auch euer kleiner Planet sein kann.